Moin Leute und willkommen zum nächsten Review, und zwar Sea Dead Run, erschienen 2012 und läuft nicht wirklich bis heute, denn das schauen wir jetzt mal kurz nach bei Wikipedia. Die letzte Folge ist ja nicht allzu lange her. Sehr interessant. Hier steht 2015 wurde sie beendet, und zwar nach 3 Staffeln. Was wir jetzt auf jeden Fall gucken werden. Und da steht 2016. Ja. Es ist kompliziert, würde ich auch sagen, zu dieser Serie. Denn sie wurde im englischsprachigen Raum schon auf Midnight 2012 veröffentlicht, und in der deutschsprachigen Form wurde es 2 Jahre später veröffentlicht, nämlich 2014. Auch Midnight. Auf jeden Fall eine sehr interessante Serie. 3 Frauen und ja, nur 2 Männer, das wird richtig verrückt auf jeden Fall in dieser Serie. Dann lese ich euch mal den Klapptext vor. In Sea Dead Run spielt Scott einfach Scott, sag ich mal so, den populären Seriendarsteller David Hobbs, der seit 10 Jahren als beliebtester TV-Familienvater der Nation Erfolg feiert, bis er an einen Deal erinnert wird, den er mit seiner Frau, einen ehemaligen Soapstar, abgeschlossen hatte. Er ist nun an der Reihe, sich um die Kinder zu kümmern, damit seine Frau wieder aktiv ins Rampenlicht zurückkehren kann. Also, grob gesagt, die Serie von ihm wird endet, also wurde mit dem richtigen Ende beendet, und dann geht er wieder zurück in den Familienalltag. Und so wird das auch jedes Mal in dem Intro gezeigt. Und die Serie, eine sehr interessante, auch mit den meisten Dad-Wörtern in den ganzen Serie. Also nur von der ersten Folge bis zur letzten Folge alles mit am Anfang Dad. Also das ist absoluter Wahnsinn. Aber jetzt erkläre ich euch mal, warum habe ich die Serie mit okay bewertet. Weil die Serie hat mich einfach nach dem kompletten Durchschauen einfach nur, naja, eigentlich schon seit der ersten Staffel, der letzten Folge habe ich geguckt, und schon war ich nicht mehr so froh, die ganze zu gucken, und habe das mit einem gelangweilten Gefühl geguckt, diese letzten 2 Staffeln durch. Und deswegen finde ich die Serie halt nicht so gut, also okay. Ja, mehr gibt's auch nicht zu sagen zu dieser Serie als, ja, okay ist sie. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und sonst abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und schreibt mir gerne, was euch so interessiert für eine Serie, die ich mir anschauen sollte und dann vorstellen könnte. Sonst, bis dann, ciao.